Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, heute wollte ich mal wieder ein bisschen wagemutiger sein und mal in Richtung hier das Arschloch der Welt da gehen. So, bei mir ist auch noch mein Handy neben mir am Bimmeln. Und ja, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Und wenn doch, hoffentlich ist es nicht so schlimm. War mehr als genug von allem. Okay. So. Fleisch haben wir noch jede Menge. Ist noch alles frisch. Das ist gut. In der letzten Folge haben wir ja da hinten das Ding da ja weiter ausgebaut. Unsere Festung. Und wollten auch zusehen, dass wir da mal auch ein paar Räume hinkriegen und so. Aber da werde ich eine extra Folge, eine Special Folge draus machen. Und. Nickel! Ja, hier muss ich eher eigentlich vorsichtig sein, wegen den Ureinwohnern. Da habe ich schon ein bisschen Schiss vor. Nicht, dass die mich hier gleich überrennen oder. Hier der Thrombosen-Jonas oder so mich wieder überrennen. Das tun die gerne. Vor denen habe ich am meisten Schiss. Und ja. Ich hier mal ein bisschen mehr erkunden. Vor allem viel von der Karte haben wir ja noch nicht gesehen. Außer da in der Mitte dieses große, riesige Arschloch der Welt. Und hier haben wir wieder den Tümpel von Gronkh und Tobi. Die in der letzten Staffel ihre Hütte gebaut haben. Wäre an sich zwar auch nice, so hätte ich das hier auch gemacht, aber ich will denen auch nichts hier nachspielen oder so. Dann könnte man auch besser bei denen auf den Kanal gehen. Dann mache ich lieber hier mein eigenes Ding. So, einen Moment, bei mir. So, sorry, musste gerade kurz pausieren. Ein Kollege war gerade vorbeigekommen. Der chillt jetzt hier ein bisschen im Wohnzimmer bei mir. Vielleicht seht ihr den gleich auch im Hintergrund. So. Wenn er gleich vorbeikommt, kann er auch mal kurz winken, aber ja. Und da wären wir schon, am Arschloch der Welt. Wo wir einmal auch vorhin, was heißt vorhin, also vor ein paar Folgen, so richtig hochgebackt sind hier irgendwo. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht noch einmal. Was sind das? Ein Eichhörnchen! Ja, Mann, wir haben Eichhörnchen! Eichhörnchenfleisch. Und so ein Eichhörnchenkopf. Kommt man da, wie kommt man da eigentlich runter? Würde ich schon gerne wissen. Oder gibt es hier irgendwie eine Höhle oder so? So. Jo, da im Hintergrund sieht man schon den Nick. Ne, sieht man noch nicht, aber bei mir im Hintergrund ist er. Ja, zeig mal deinen Bizeps. Jo, dankeschön. Das ist der Nick. Jo, dankeschön, Rockstar. Jo, kannst gerne schon mal anfangen, wenn du willst, oder so. Ja. Hat sich wie zu Hause fühlen. So, aber. Gibt es hier nicht irgendwie eine Höhle oder so, damit wir hier reinkommen? So. Laufen wir einmal um das Riesenloch hier herum. Aber auch schon krass, dieses Loch hier. Hier haben wir einen großen Wassertümpel auf jeden Fall. Hier ein Tümpel ist das eher weniger, eher so ein kleiner See. Hier nochmal ein Fluss. Aber irgendwie einen Eingang dahin finde ich nicht. Oder bin zu blöd, um den zu sehen. Haben wir jetzt auch gleich schon einmal umrundet, das Ding.
Wir sind schon auch ganz schön weit gekommen, finde ich, von der Map her. Kann es das sein, dass es das hier auch irgendwie ein Weg ist? So eine Art Straße? Oder ist das einfach nur irgendwie so, keine Ahnung, von diesem Krater, sage ich jetzt mal, irgendwie. Keine Ahnung, wie man sowas nennt, aber ein Überbleibsel. Hier sieht es aus, als würde es gleich hier irgendwo eine Höhle geben. Stöcker müssen wir auf jeden Fall sammeln, damit wir mehr Höhlen markieren können. Okay, haben wir jetzt genug. Oh, da sind wieder die Ureinwohner. Jo, einen Moment. Machen wir eben ganz kurz Pause. So, der Nick möchte anstoßen hier. Ich darf doch deinen Namen hier erwähnen, ne? Ja, wenn nicht, habe ich schon. Wenn nicht, jetzt ist es zu spät, ne? Du kannst dich auch gerne dazusetzen. Zwar wirst du jetzt nichts hören, weil ich das hier auf Ja, habe, ja. aber. Aber dann bist du heute mal so ein Special-Gast. Der Dr. Schwesset. Habe ich doch richtig ausgesprochen, ne? Ja, ruf mich. Ja, kann ich. Muss mir später mal nochmal den Link geben von deinem Kanal. Oh, da ist schon wieder einer. Komm her! Hey! Oh, keine Ausdauer mehr. So. Oh, unter die Hose geguckt. Hast du gesehen? Und unterm Rock geschaut. Jo, langsam habe ich auch ein bisschen Hunger. Moment. Bauen wir uns ein kleines Lagerfeuer. Wir haben ja noch ein bisschen Fleisch. So. Tun wir an und legen da drauf. So. Ja, dann genüsslich hier erstmal warten und ja, und wie ist das eigentlich für dich so, das erste Mal live in so einer Aufnahme dabei zu sein? Ungewohnt, ne? Ich bin ja jetzt nicht so PC-Zocker. Ja, die ist da. Die ist auch da, hier drunter. So. Aber es ist halt was anderes. Ja. Die anderen Konsolen siehst du ja alle hinter mir. Sobald ich eine vernünftige Capture-Karte habe, dann werde ich auch über die Konsolenaufnahmen machen. Dann können wir da auch mal schauen, dass wir vielleicht irgendwas finden, was wir gemeinsam haben als Spiele. Und eventuell auch zusammen was zocken und aufnehmen. Machen wir auf jeden Fall. Ja. Hier mit dem Sally zum Beispiel versuche ich hier auch die ganze Zeit seit Ewigkeiten hier A Way Out aufzunehmen. Aber irgendwie funktioniert es nicht, das klappt irgendwie nicht von Zeit her. Irgendwie, und er ist immer wieder bei Destiny in irgendwelchen Raids. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinlaufe. Ich suche einfach irgendwas. Er ist andauernd bei Destiny in irgendwelchen Raids, nimmt das aber nicht einmal auf. So, was eigentlich. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Vier. Fünf habe ich, glaube ich, gezählt. Das waren zu viele. Gegen so viele komme ich nicht an. Außer damit. Wo sind sie? Wenn sie kommen. Beste Kombi.
Also ich habe nur die erste Folge geschaut, so jetzt sag ich leider was. Die Spraydose habe ich in irgendeiner Höhle gefunden gehabt. So, ich glaube, die erste, wo ich rein verschleppt wurde. Wo sind sie? Die haben geschrien. Es ist schade, dass du das nicht hörst, aber die schreien. Alter. Wow. Der eine ist auch gerade so ein Baum drauf. Digga. Aber die sehen schon heiß aus, ne? Du musst weiterbrennen. Aber das waren jetzt doch nur drei, ne? Die Spraydose ist leer. Aua! So, sorry Leute, ich habe aus Versehen meine Pause noch weiter pausiert gehabt. Da fehlt jetzt einiges. Ihr habt leider einiges verpasst. Ich habe jetzt Mist gebaut. Oh. Ich bereue das ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, was da alles genau fehlt. Jetzt von der Aufnahme. Wie viel? Werde ich aber nachher beim Schneiden sehen, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall das Ding hier leer bekommen. Ist weg, ist leer. Kann ich nicht mehr mit anfangen. Ja, ich habe auch hier für Pause, Aufnahme starten und so und Facecam an und aus. Richtig ungünstig platziert da auf der Tastatur. Die sind da auf 1, 2 und 3 bei mir als Hotkey. Und wenn ich mich jedes Mal erschrecke, komme ich aus Versehen auch auf die Tasten und dann ist es vorbei. Muss ich anders sitzen. Komm her, Bambi. Aber ist jetzt echt doof. Jetzt die Aufnahme aus Versehen auf Pause gedrückt habe. Ja, mach mal so auf dem halben Ohr. Da kann ich die auch besser hören. Erzähl mal gerade was. Ja, also wir sind einmal um das Arschloch der Welt umhergerannt. Und ja, dann auf einmal irgendwie wollte ich ein bisschen weitergehen und dann wurde ich von drei oder vier Ureinwohnern überrannt. Sofort Haarspraydose gezückt. Wollte die, beziehungsweise erstmal weggerannt, dann die Spraydose gezückt. Und dann, wollte die, niederbrutzeln. Und dann blöderweise das Ding da leer gegangen. Und ja. Dann blieb nichts anderes über, als die Flucht zu ergreifen. So, und gleich sind wir schon zu Hause. Da vorne. Da habe ich schon alles abgeholzt, wie du siehst. Aber da kam ich auf die schlaue Idee, wenn man hier mal geht, an Einstellungen, zeige ich die einmal, hier nachwachsende Bäume anzuschalten. Oh. Ja, dann sind die Wege nicht mehr so weit. Und jedes Mal, wenn ich dann da hingehe, wachsen die halt auch nach. So. Und eine Übernachtung quasi, glaube ich, bei manchen Bäumen. Andere, also es werden nicht alle auf einmal nachwachsen. Hier, das ist auch das geilste überhaupt mit dem Paddelboot hier. Weil das ist eigentlich für zwei Spieler gedacht und ich mache den Scheiß hier alleine. So muss ich jedes Mal so. Und so. Ja. Weil, ja, aber immerhin habe ich hier. Transportboot. Das kleinere Floß ist, auf dem kleineren Floß hätte ich das eher weniger so geschafft. Hätte ich weniger transportieren können. Und auf dem, da jetzt so bescheuert, dass ich da immer wieder hin und her. Ja, aber immerhin. Kann ich dich jetzt auch gleich ein bisschen spoilern, was ich da oben genau geplant habe. Die eifrigen Zuschauer meines Kanals, die werden schon wissen.
Haben die ja schon in der letzten Folge gesehen. Ich weiß nicht, ob du den von gestern gesehen hast, die Folge. Ne, noch gar nicht. Und das da ist jetzt eigentlich auch nur die erste Etage. So, ich werde dich jetzt ein bisschen spoilern, was hier in der gestrigen Folge passiert ist. Vor allem das, was mir gefällt, ist hier die Steine, die spawnen richtig schnell. Deswegen ich das hier innerhalb von 10 Minuten hier aufbauen konnte. Den Steinweg hier. Da kann man blöderweise nur 5 Steine am Stück tragen, aber war auch schon lustig hier so die Steinsammlung die letzten 10 Folgen. Dann kommt man hier so rein. Das sieht auch sehr bombe aus, ne? Ja, ja. Nee, ja, natürlich. Und ja, du siehst hier bisher jetzt nur die Blaupause. Komischerweise weiß es. Hier kommt ja eine Tür. Kommt man dann hier so durch und dann ist man schon mal im Flur. Hier kommt ja noch eine Wand hin. Hier wird dann quasi Küche gebaut. Hier dann das Esszimmer. Da ist ja auch nochmal eine Tür. Ja, hier ist eine Tür. Dann haben wir hier für Waffen und Rüstungen so einen Raum. Will ich hier machen. Und dann hier neben. Fällt die Wand auf einmal? Oh ne. Ich bin durch die Wand gelaufen. Und dann soll ich hier quasi ein normales Lager sein. So für Hasenfälle, Rehfälle und so weiter. Steine, Holz. Blablabla. Dann kommt die, ja, ja, hier waren wir schon. Esszimmer. Dann kommt hier mein Schlafzimmer. Dann ist hier, wir gehen mal durch die Wand. Wird das hier die große die Wohnhalle sein. Und das ist nur der Erdgeschoss in dem Sinne. Dann kommt oben quasi eine richtige Festungsanlage. Baue ich hier nochmal einen Boden. Und dann nochmal so mit Türmen und so weiter. Dann will ich da vorne auf der Insel auch nochmal einen Turm haben. So mit quasi die Möglichkeit zu fliehen und so weiter. Soll im Schlafzimmer auch nochmal die Möglichkeit sein zu fliehen. Sollten die es irgendwie schaffen, auf diese Insel zu kommen. Man weiß ja nie. Und dann soll da ein Rettungsfloß auch noch stehen, da unten. Irgendwo. Und dann soll aber auch hier vorne irgendwo, da oben, auch nochmal ein Turm sein. So, hier drüber. So mit Aussichtsplattform und so weiter. Und dann soll da auch noch ein Weg zu einem Turm, was da hinten ist. Yeah. Aber das ist alles noch im größten wahnsinnigen Kopf von mir. Ah ja, und das Wichtigste habe ich hier hinten gebaut. Ja. Dann kommt hier ja noch ein Steg hin. So für meine Boote. Und hier ja noch Baumstamm. Jetzt gebracht. Ja, vor allem das Spiel ist aber auch noch ein bisschen buggy. Also ich hatte ja auch in einer der letzten Folgen die, wirst du wahrscheinlich noch sehen, ich weiß jetzt nicht, wie weit du jetzt nochmal genau bist. Aber in einer der letzten Folgen, da ist mir das Boot auch in fliegen gegangen. Weil da eine Schildkröte drunter war. Ja. Ja. Nicht passiert. Vor allem, ich habe mir auch notiert, hier so, mit welcher Markierung ich mir hier die Dinger gemacht habe. Meine eigene Siedlung ist rot. So, Höhlen habe ich blau markiert, deswegen sind da so viele blaue Flaggen. Hier pink sind Waren und Werkzeuge. Mein Floß oder mehrere Flöße, je nachdem wie viele ich haben werde. Und grün hier, deswegen haben wir hier rechts bei mir jetzt da eine grüne Markierung. Und gelb ist das Arschloch der Welt. Ja. Ja, das war diese große Loch, wo wir gebrochen waren. Das ist das Arschloch der Welt.
Es sieht ja von oben auch aus, weil ich bin ja da in die Luft gebappt. Keine Ahnung, wieso. Und dann wieder auf dem Boden aufgeprallt. Und das sah wirklich so aus wie ein Arsch, meiner Meinung nach. Als würdest du zwei Arschbacken so auseinanderziehen und dann richtig ins Loch reingucken. Genau so sah das aus. Ja, mit ein bisschen Pastete auch noch dran. So. Ah, noch ein bisschen. Dann, was meinst du, was können wir noch machen? Ich glaube, erstmal essen. Hier habe ich auch zur Not noch mal ein Lagerfeuer. Und da so noch mal zwei Lämpchen. Wie bei einem Auto auf jeden Fall, dass man auch vorne was sieht. Ja, 300, um die 350, glaube ich, habe ich schon allein für das Fundament da. Das, was du jetzt siehst. Hätte ich das nicht mit den Bäumen hier nachwachsen wieder eingestellt, ich glaube, die ganze Insel wäre dann nach meinem Bauprojekt komplett kahl. So, was meinst du? Richtung Norden? Richtung Norden, ne? Mal ein bisschen gucken. Du bist jetzt dran. Ich bin der Pinder, ja. Noch weiter weg oder ist das Das, jetzt das Ende der Karte? ich habe da noch nichts erkundet. Ich weiß nicht, wie weit es geht. So, machen wir mal Licht an. Aber das große Schwarze da ist das Arschloch der Welt. Ja, das ist hier doch. Erkennst du jetzt, ne? Ja. Ich würde am liebsten eigentlich da mal unten rein, so gucken, was da unten gibt's, aber. Naja, ich kam noch nicht so weit, so. Klar, ich könnte runterspringen, aber ob ich es überlebe, ist wieder ein anderer Punkt. Hier haben wir wieder was zu essen. Ach, die sind giftig. Ich vergesse die immer. Dass die gelben giftig sind. Ich darf aber auch nicht rennen, weil. Ich habe jetzt. Hatte nur ein Tote, ne? Nur ein Tote. Sieht auch sehr schön aus, der Tote, ne? Und hier haben wir noch eins. Oh, sieht sehr geil aus. Nein. Aua. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Schiss, wenn ich jetzt auf die Ureinwohner eintreffe. Ich habe jetzt schon ein bisschen viel Leben. Da sind sie schon auch, ne? Ausgerechnet, jetzt sind sie da hinten und das sind auch noch die Grauen. Das werden wir nicht überleben. Die Grau sind richtig schlimm, finde ich. So, erstmal Energy. Haben wir wieder ein bisschen Ausdauer. Ich hoffe, die sind jetzt auch nicht hinter mir her. Wir gehen mal ein bisschen entspannt.
Haben wir wieder einen Lurch. So, und. Gab's hier nicht auch immer irgendwie so Krokodil oder so hier drin? Hier drüben. Hier gibt es Gläser, die würde ich eigentlich gerne mal mitnehmen, aber. Hier gibt es auch nichts. Naja, aber dann würde ich sagen. Jetzt heute mal ausnahmsweise mal eine etwas kürzere Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dass wir heute auch mal ein bisschen mehr versucht hatten zu erkunden. Ich schaue mal gleich, was genau jetzt alles an der Aufnahme fehlt. Weil ich einfach auf Strecke auf Pause gedrückt habe von der Aufnahme. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Also ich hoffe, es ist auch nicht so schlimm. Ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder und...